Hey Leute, was geht ab euch? Heute gibt es hier nochmal 5 Booster der Star Wars Force Attack Serie zum neuen Star Wars Film, zum 7. Star Wars Film kann man so sagen. Und das ist hier die Movie Card Collection 5, glaube ich. Ich glaube schon, Star Wars Karten habe ich noch nie so wirklich gesammelt. Aber ich habe mir gedacht, ich kann heute nochmal 5 Booster für euch öffnen. Schauen wir mal ganz kurz auf die Verteilungen. Bei den Star Wars Karten gibt es ja immer nicht so viele Kärtchen. Über 200 Sammelkarten gerade mal verfügbar. 5 Karten pro Päckchen. Glanzkarten 1 von 2 Päckchen. Holokarten 1 von 4. Star Wars Holokarten 1 von 5 Päckchen. Machen wir mal das erste auf. Und wir hoffen natürlich auf eine richtig geile Powerkarte. Hier haben wir Millennium Falke. Ui, da glänzt etwas. Beru Lars als Feuchtfarmer. Alles klar. Dann haben wir hier Finn als Power-Bonus-Karte plus 3 plus 3. Die erste Power-Karte. Ernsthaft? Ne, nicht ernsthaft. Das sind zwei verschiedene Karten. Millennium Falke zum zweiten Mal. Bloß dieses Mal als Schiffkarte und nicht als Power-Bonus-Karte. Und zu guter Letzt haben wir Amanaman als Amani natürlich, Kartennummer 60, 63, Abwehr 46, Angriff. So, kommen wir zum zweiten Booster. Und da haben wir Ola, Kartennummer 58, dann haben wir ein Puzzleteil. Ich glaube, das ist ein Nicht-Baseback. Jawolski, X-Flügel, Sternenjäger. Limitierte Auflage, jawohl, nice, habe ich zuerst gar nicht gecheckt, limitierte Auflage, hammer, nice. Ich bin nämlich aktuell noch am überlegen, ob ich die Serie überhaupt sammeln soll oder ob ich die nicht sammle. Und jetzt pulle ich hier eine limitierte Auflage. Ich weiß nicht, wie selten sie ist, schreibt sie mir mal unten in die Kommentare, wie selten die ist, ob ihr die habt oder nicht und so weiter. Quicks, Madden und ein Puzzleteil, das müsste X-Wing sein oder so ein Teil. Oder wie die auch immer heißen. Nice, ich habe eben noch gesagt, das ist bestimmt ein Basepack und jetzt ziehen wir da eine limitierte Karte. Puzzleteil. Tokat. Ui, Way. Als Powerbonus plus 2 plus 2. Wieder ein Puzzleteil. Und zu guter Letzt haben wir Sturmtruppe. Sturmtruppen 66, 69. Angriff. Oh yeah. Da kann man doch mal einfach mal ein Hashtag oioioi raushauen, denke ich mal, für diese Karte. Richtig geil. General Hux. Mann, Modma. Ui, Han Solo schon wieder als Powerbonus-Karten. Irgendwie gibt es in der Serie richtig viele Powerbonus-Kärtchen. Kartennummer 213. Todesstern 2. Und Ampes Stay. Okay, ich habe den Film immer noch nicht geschaut. Deswegen weiß ich auch nicht, wie man die ganzen Collagen hier richtig ausspricht. Han Solo, Kartennummer 3, 77 Angriff. Romba, Han Solo als Starkarte, Rebellenanführer, Anführerin. Wieso Anführerin? Da steht Rebellenanführerin, ich bin nicht doof. Han Solo, alles klärchen, Landspeeder. Und zu guter Letzt haben wir nochmal ein Puzzleteil. Und dann würde ich sagen, war der Pull doch mal richtig gut. 5 Booster und wir haben einfach mal 5 Powerkarten und zudem noch eine limitierte Auflage gepullt. Richtig hammer nice. Ich weiß nicht, ob ich die Serie sammeln soll. Das ist immer noch mein Problemchen. Eigentlich möchte ich sie nicht sammeln, weil ich möchte die Champions League Sticker voll bekommen. Ich möchte die Magitex voll bekommen, die aktuell, beziehungsweise da fehlen mir nur noch ein paar Kärtchen. 10 Stück, wenn es hochkommt. Dann noch die Champions League Serie, die Magitek Champions League Serie. Ja, ich weiß nicht, ob noch Bundesliga-Sticker rauskommen. Dann möchte ich die definitiv noch voll bekommen. Und dann noch eine Star Wars Serie zu sammeln. Ich weiß nicht. Schreibt mir mal unten in den Kommentaren, ob ihr diese Serie sammelt. Und dann bin ich raus. Haut rein. Tschüssikowski und ciao.